Das letzte Mätzchen endete hundsgemeinerweise nach dem Anschlag und den ersten Sekunden des Drills. Was war passiert? Ich hatte eine Sardine am Grund abgelegt, die ich mit Baitband befestigt hatte und wollte zeigen, wie sinnvoll der Freilauf in vielen Momenten ist. Den Moment konnte ich in diesem Drill leider nicht einfangen aus Gründen der Weitgerechtigkeit. Drehen wir also nochmal alles zurück auf Anfang und beginnen noch einmal mit dem Anschlag. Guckst du dauernd hin? Ja, verrückt, dann ist er plötzlich weg, ne? Ja. Also wenn sie so eine Sardine nehmen, dann hauen sie die auch richtig weg, ne? Mann, ist der damit abgehauen. Fühlt sich nicht ganz schlecht an. Gerade den Kiel von dem Boot gespürt. Darum halte ich jetzt die Rute weit ins Wasser rein. Zander. Das gibt's ja nicht. Das ist ja echt unglaublich. Seit wann beißen die denn bitte auf Sardine? Ich glaube, das ist mein erster Zander meines Lebens auf Sardine. Tja, auf Stint habe ich schon einige gefangen. Das ist echt ein Hammer. Rätselt der da die Sardine weg? Das glaube ich ja nicht. Ach, wer glaubt denn sowas, ne? Mein erster Zander auf eine Sardine. Hammer. Oh, mit 77 auch kein schlechter Fisch. Ich zieh ihn nochmal kurz in die richtige Position. Ja, komme ich jetzt gleich drüber weg. Ja, Zander dieser Größe durfte man früher einen mitnehmen. Mancherorts sogar zwei. Aber neuerdings gibt es in Holland die Regel, alles was über 70 hat, muss zurück. Und natürlich auch Mindestmaß gibt es von 45 Entnahmefenster. Tolle Regelung, finde ich. Aber ich komme da nicht drüber weg. Wieso beißt der auf so eine Sardine? Ey? Das glaube ich ja nicht. Den Freilauf zu filmen, dazu kommen wir meistens gar nicht mehr. Ne? Meistens nehme ich die Rute schneller in die Hand, als dass wir noch eine Aufnahme machen könnten. Jo, das ist ein guter Fisch. Das ist ein guter. Ein Dampf, die Jungs. Immer wieder erstaunlich. Jawohl. Das dürfte einer der 90er-Kategorie sein. Der kann sich doch sehen lassen. Geiles Teil. Guten Drill geliefert, mein lieber Schwan.
Und hier sieht man nochmal wieder sehr schön, nicht? Es muss nicht immer der Riesenköder sein, es muss auch nicht immer Stint und Hering sein, sondern manchmal tut es auch so ein kleines Rotauge, ne? Das sind die, die sich hier gerade tummeln. Zum Vergleich hier unten so ein typischer Winterköder, wie ich ihn nutze, ne? Das ist schon ein Unterschied, ne? So, was sollte der ganze Unfug jetzt? Warum habe ich euch das jetzt erklärt mit dem Freilauf? Ich habe es eingangs gesagt, Freilauf ist ein wunderbarer Luxus, der auch richtig gute Vorteile haben kann, wenn man die Route aufrecht hinstellt, nicht? Und dann die Schnur direkt bis zur Pose geht und man dann verhindert, dass Dreck reintreibt. Das kann man mit geöffnetem Bügel ganz schlecht, nicht? Da müsste man die Schnur wieder einklippen, das gibt wieder einen Ruck. Da halte ich nicht so viel von. Da ist der Freilauf wirklich Gold wert, nicht? Und ich wollte euch heute zeigen, vor allen Dingen, dass mein oberstes Anliegen gewesen, man muss keine Angst vor dem Freilauf haben. Manche glauben, wenn ich den Bügel aufmache, dann habe ich den geringsten Widerstand. Und das ist prinzipiell natürlich auch richtig. Nur es gibt aber folgende Probleme. Wenn die Schnur so locker hängt, ja, dann hängt sie ganz schnell auch mal irgendwo hinter einem Grashalm, ja, oder ein Windstoß fegt den Bogen so ein bisschen ins Gras rein und schon hat der Fisch sehr viel mehr Widerstand als beim Freilauf. Dann lieber, wenn es ein bisschen windig ist, den direkten Kontakt zur Pose herstellen. Freilauf ein, Bügel zu, dann ist die Schnur schön gerade und die wird auch nicht vom Wind irgendwo ins Gras gedrückt. Nicht? Also man muss immer abwägen, was man macht. Wenn alles ruhig ist, wenn man gut ablegen kann, dann ziehe ich auch den offenen Bügel vor. Nicht? Aber das ist eigentlich fast nie der Fall oder selten der Fall, sage ich mal. Man hat immer irgendwelche Hindernisse, irgendwas nervt immer, ob das jetzt hohes Gras ist, Schilf oder ein bisschen Wind oder ein bisschen Strömung. Und dann setze ich den Freilauf ein. Nicht? Habe ich schon immer so gemacht. Aber ihr macht hoffentlich auch in Zukunft. Macht einen Riesenspaß und die Hechte stört es überhaupt nicht. Der nächste Morgen, genau genommen war es einige Tage später, begann mit einem Sprint. Drum, 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 schnell zu Mama. Boah, der hat einen Zacken drauf, du. Locker 50, 60 Klamotten, ne? Ja, die Jungs können Gas geben. Und er kann schimpfen. Vielleicht störten wir ihn irgendwie. Jedenfalls schien er immer in unsere Richtung zu schimpfen. Auch ein weiteres Tier war neugierig, weil Moni nämlich schon wieder Köderfische fing. Und mein Freilauf lief auch recht schnell an diesem Morgen. Da läuft ja schon wieder der Freilauf. Ich liebe das, wenn das so langsam geht. Nicht immer, aber manchmal lässt das auf gute Fische schließen. Manchmal, sagte ich. Haben viele gemeckert, ich soll nicht immer Schniepel sagen zu solchen Fischen, ne? Recht habt ihr. Das sollte ich nicht tun. Das ist ein schöner Hecht, ne? Muss mal aufpassen, hier ist mal alles voll Hundescheiße. Er hat deinen Köder ausgespuckt. Ja, ich weiß. Mit einer schön gebogenen Klemme kann man die Drillinge immer wunderbar rausdrehen, ne? Auch wenn sie ein bisschen tiefer gesessen haben. Oh, schöner Fisch, ne? Manche denken vielleicht, den Freilauf kann man nur einsetzen, wenn man am Grund angelt. Nicht? Wenn man also die Montage fest ablegt und wenn der Fisch einen Schnur nimmt, dann bewegt sich der Freilauf. Das habe ich jetzt schon mehrfach gezeigt. Nicht? Auch das Pendeln. Man muss dann nur die Route richtig ausrichten, nicht? Dass die Pose dann in der Strömung pendeln kann. Oder vielleicht auch übers Wasser hängen mit einem Stellfischroutenhalter, wie ich es gerade gemacht habe. Nicht? Das funktioniert auch erstklassig, dass die quasi pendelt. Und irgendwann, wenn es einen Biss gibt, dann kann er halt wunderbar Schnur nehmen. Nicht? Was auch ganz wichtig ist, erstmal zu erkennen, ob ich auf Grund lege oder driften lasse. Das ist oft eine Frage, die kommt, wie ich auf Hecht fische. Dann legst du auf Grund ab oder lässt du ihn pendeln oder lässt du ihn treiben. Ja, die treibt jetzt so ein bisschen mit der langsamen Strömung und sucht die Hechte für mich.
Das hängt halt vom Einzelfall ab. Diese Frage lässt sich gar nicht beantworten. Erstens kenne ich eure Gewässer nicht. Und zweitens ändert sich das auch bei mir an der Nase lang. Aber ich erkläre mal eine Grundregel. Die Grundregel ist, wenn es kälter wird im Herbst, ja, wenn die Temperaturen runtergehen, dann mutiert der Hecht schrittweise vom Jäger zum Sammler. Das heißt, er wird immer weniger im Freiwasser rauben und immer mehr am Grund aufsammeln. Das ist energiesparend, nicht? Was ist bequemer als ein totes, verendetes Rotauge oder eine Brasse vom Grund aufzusammeln? Und es kann sein, dass es Phasen gibt im Winter, wenn es ein bisschen milder wird, da werden die Hechte wieder zu Jägern und lassen dann vielleicht ein verendetes Rotauge eher mal liegen. Das schwankt immer so ein bisschen. Darum muss man jeden Tag neu rausfinden, wie sind die Hechte gerade drauf, nicht? Wollen sie ein abgelegtes Rotauge oder wollen sie einen treibenden Stint, nicht? Stichpunkt Stint, ne? Ihr wisst ja, das ist einer meiner Lieblingsköder, nicht? Die haben wir uns heute Morgen frisch vom Fischwagen geholt. Dann haben die eine richtig, richtig geile Farbe, eine richtig geile Konsistenz, ne? Die haben eine ganz feste Haut, die kann man auch richtig schön weit werfen und dann auch dieser wunderbare Gurkengeruch, warum auch immer die Hechte drauf stehen. Also sie lieben es. Aber ich habe mit Stint dieses Jahr schon so manches Waterloo erlebt. Da würden mich wieder irgendwelche Leute killen und sagen, Mats, ich fahre mit Stint los und alle Kollegen mit Rotaugen haben gefangen. Genau so war es nämlich mehrfach dieses Jahr, dass die Rotaugen den Stinten den Rang abgelaufen haben. Nicht? Und heute läuft es auch mit Stint wieder ganz gut. Besonders so frische sind natürlich gut, nicht? Aber im knackig kalten Winter, dann bin ich der Meinung, dass die eingefrorenen sogar besser sind. Also man muss immer, was sage ich so schön, flexibel sein. Sich einstellen auf die Bedingungen. Nicht? Ist das Treibende besser? Ist das Abgelegte besser? Das weiß ich genauso wenig wie ihr. Ich habe 2 Routen, die ich nutze. Ich darf offiziell mit 3, aber meistens setze ich nur 2 ein. Das reicht vollkommen, eine im Auge zu behalten, wie die driftet. Nicht? Immer wieder einzuwerfen, immer wieder driften lassen. Die ist jetzt schon wieder durch. Freilauf ist eingeschaltet, wie ihr seht. Lass ich die mal noch ein bisschen da drüben driften. Dann nicht zu weit ans Ufer. Dann müsste ich den Spann wieder verändern. Freilauf ein. Und wieder ein Stückchen rumdriften lassen. Das ist Arbeit, nicht? Und die andere da hinten, die liegt halt statisch ab und liegt auf dem Pieper. Da höre ich, wenn sich was tut, ne? Ja, so kriege ich nach und nach raus. Wie und wo fressen die Hechte? Ich habe die gerade dahin geworfen. Komm mit Kescher hier. Und der zweite Biss auf Driftenden, nicht? Freilauf aus, Bremse checken, Anschlag. Nächste Freilaufhecht. Und zack. Hier seht ihr wieder die gebogene Klemme, ne? Wie schön man damit die Haken lösen kann. Das ist ein Traum, ne? Ja, darf ich jedenfalls dazu Schniepel sagen? Ja, ne? Aber nu, wir kommen so dahinter, wie die Hechte beißen. Das ist das, was ich euch jetzt zeigen wollte. Wieso frisst der jetzt seiner Oma den Stint weg? Unsozial, die Hechte, oder? Ich jetzt meiner Oma das Essen wegfressen würde. Ich habe auch schon Angler gesehen, das sind auch so gute Kollegen, die dann sich da wie wild die Mühe geben, den Stint waagerecht treiben zu lassen. Nicht? Das ist fast unmöglich bei diesen weichen Viechern, ne? Ich denke gar nicht dran. Ihr habt es gesehen, ne? Wie ich es gerade eingeworfen habe. Kam live der Biss. Einfach mit dem Kopf nach unten hängen lassen. Das kennen die Hechte und das stört die keine Bohne. Guck mal, ob da hinten am Baum noch einer steht. Der hat genuckelt. Direkt vor der Schädelkante. Ausgestiegen. Musste ich anschlagen, nützte nichts. Sonst haut man wieder in den Schilf rein, nicht? Immer weitgerecht bleiben, ne? Da schlägt man schnell an. Wenn an den Doppeldrilling nicht hängt, war es eh ein kleiner. Ich konnte die Flanke noch ganz kurz erkennen. War kein großer Fisch. Da sind 2 Schweine auf der Straße. Die gucken mich an.
Er kennt den Angler. Ob diese beiden drolligen Zeitgenossen dafür verantwortlich waren, dass kurz darauf mein Freilauf in einem Schweinetempo lief, ich weiß es nicht. Jedenfalls ging es wieder richtig heftig ab. Die Pose hatte ich auf der gegenüberliegenden Gewässerseite abgelegt. Das war ein guter Fisch. Mit Aussteigern muss man fertig werden. Einfach nach vorne sehen, das nächste Gewässer anfahren. Irgendwann kommt der nächste Hecht. Ganz bestimmt. Man muss immer dranbleiben. So wie auch Freund Eisvogel immer dranbleibt. Leider nie dicht genug vor der Kamera. Jedenfalls nicht so dicht, wie ich es gerne hätte. Ja, heul doch. Ihr merkt, ich jammer tatsächlich so manchem Stint hinterher, der sich im Drill löst und gemütlich zu Boden sinkt. Aber was soll der Quatsch? Wir müssen den Hechten ja auch mal ein bisschen was gönnen und es wird nicht lange dauern, bis der nächste Zeitgenosse Esox sich den Fisch vom Grund aufsammelt. Manchmal in so kritischen Situationen ein schöner Hecht dranhängt, das ist ein guter, ne? Ist schon kein Schnippel mehr. Dann nehme ich den Freilauf auf, auch zum, damit ich möglichst schnell die Rute aufrichten kann. Bei einer Stellfischroute mache ich das auch gerne, ne? Ich drille, plötzlich muss ich die schnell aufrichten, Freilauf ein, Sitzroute hoch und keschern, ne? Habe ich jetzt in diesem Fall nicht gemacht, aber ich war drauf und dran, aber dann hat es doch so geklappt. Schöner Fisch. Ist ein schöner Fisch. Schön fett ist er. Hier ist auch ganz viel. 90 doch, oder? Ja, 91 sogar. Moment, nee. Ja, 90. Ja, knapp über 90. Den kann man schon Hecht nennen, ne? Den Schniepel. Ja, schöner Fisch. Da kommen wir langsam zum Ende unseres Freilauffilms, ne? Ihr seht, wie oft der Sinn macht. Setze ich denn immer ein den Freilauf? Nicht immer, aber immer öfter. Doch von Ende konnte noch keine Rede sein. Schon setzte sich die nächste Pose in Bewegung, tauchte sauber ab. Ach, wie ich diesen Anblick liebe. Leider wird's jetzt ein bisschen laut, weil eine Straßenkehrmaschine ausgerechnet jetzt genau hinter uns herumwuseln musste. Der Hecht hing auf jeden Fall. Und der Freilauf hatte einmal mehr seinen Dienst erfolgreich verrichtet. So, jetzt mache ich den Freilauf kurz auf. Kurz auf. Dabei muss man unbedingt die Spule festhalten, ne? Damit man die Route hoch aufhalten kann. Und da ist er am Netz. Jo, Glückwunsch vom Straßenkehrer. Oder ist das ein abwertendes Wort? Nee, ne? Langsam läuft's. Dann viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Na, du alter Mann, ob du da nicht wieder zu früh abmoderiert hast? Noch liegt die Pose ruhig da, aber es dauerte nicht lange, da lief der nächste Freilauf. Erneut nahm ich schnell die Rute in die Hand und fing an zu drillen. An dieser Stelle lief es an diesem Tag ganz besonders gut.
Noch einer. Wenn sie mal wollen, dann wollen sie, ne? Das sind wohl die frischen Stinte, die es ihnen angetan haben, die überhaupt morgen mal Fischwaren gekriegt haben. Eine große Brasse driften lassen. Und ich lasse sie jetzt ein bisschen länger beißen, weil ich nur einen Drilling dran habe. Er weiß auf jeden Fall, was er will. Er kann ihn auch gleich anschlagen. Und der Freilauf, der hat ihn in der Strömung gehalten, nicht? Und pendeln lassen. Aber ich schlag mal an, denke ich. Die Brasse an. Ups, da ist er ausgestiegen. Und der Drilling doch noch mal zu groß war, aber war nur ein Schniepel, ihr habt gesehen, ne? Boah, dass er sich so ein Ding reinpfeift, ne? Naja, ist jetzt wahrscheinlich umso besser für den nächsten Fisch. Ab und zu muss halt auch der Fisch gewinnen, ne? Hecht 1, Matze 0. Warum der sich jetzt gelöst hat, ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft. Ihr habt ja gesehen, wie tief die Brasse drin saß, ne? Aber passiert manchmal halt im Sprung. Bei einem Meterhecht hätte es mich mehr geärgert, sag ich's mal so. Aber ich bin mal gespannt, ob auf den Köderfisch jetzt noch ein Biss kommt. Weil ich sag ja immer, auf gebrauchte Köderfische, da beißt es oft nochmal, ne? Das sind oftmals Köderfische, die echt Gold wert sind. Aber es gibt da meiner Meinung nach auch einen Grenzfall. Wenn es nicht gebissen hat und der Fisch hat wieder losgelassen, ja, dann ist das ein Köderfisch, der Gold wert ist. Da sind die richtigen Enzyme dran. Wenn aber der Fisch im Drill war, können auch schon wieder Stresshormone dran kleben, nicht? Also bin mir nicht ganz einig, was jetzt da das Richtige ist. Wenn der jetzt in der nächsten halben Stunde kein Biss drauf kommt, dann nehme ich den lieber für meine Katzen mit nach Hause und packe ein frisches dran. Kann ich jetzt nicht sehen, wo die Pose ist, aber es ist wieder dieselbe Brasse, ne? Da habe ich jetzt hingezogen. Nur klein unterwegs heute, wa? Spuckt den auch aus. Anscheinend nicht. Brasse weg, Haken drin. Käse. Die Brasse natürlich gern wieder gehabt. Die einzige, die ich heute hatte. Moni mir gerade frisch gefangen. Der riecht so eine Brasse reinhaut, ne? Nicht zu glauben. Normalerweise beißen auf Köderfisch bei mir die größeren Fische. Sollte es heute umgekehrt sein? Na gut, werfen wir halt mal ein bisschen mit Gummi. Und wie sagte der gute alte Aki Eils immer, Gott erhalte mir meine gute Laune und die Arbeitskraft meiner Frau. Wohl dem Angler, dem die Kamera und der Kescher laufend hinterhergeschleppt werden. Das möchte ich an dieser Stelle einmal positiv erwähnen. Denn oft wird Monis Arbeit unterschätzt.
ganzen Tag geackert und da ist er jetzt, ne? Schöner Fisch. 90er. Jo, schöner Fisch. So zwischendurch nochmal auf Gummi, ne? Aber so richtig gut läuft's nicht, muss man echt sagen. C. Der geht auch schon an die Winterfigur ran, ne? Da werden sie schon so ein bisschen kräftiger. Die Jungs und Mädels. Die haben wir sonst nicht gehabt hier. Das ist ein kleiner Fisch. Manchmal verändern sich Gewässer nun mal. Und das ist auch gut so. Da fängt man an einer Stelle regelmäßig nur große Hechte und 2-3 Jahre später fängt man dort nur noch 40er und 50er. Das kann mit der Entnahme zusammenhängen, muss aber nicht. Kann auch zum Beispiel daran liegen, dass die großen Fische sich in den heißen Zeiten andere Stellen erschlossen haben. Bei Zandern ist es ein ganz besonders ausgeprägtes Phänomen. Den Reptile-Städte mögen sie gar nicht, ne? Den wollen sie immer verbeißen, da sind sie stinksauer drauf. Einen letzten Tipp möchte ich euch geben zum Thema Freilauf in diesem endlos langen Zweiteiler, in dem ich meine Begeisterung für das Freilaufangeln geschildert habe. Ich bringe meine Posen auch oftmals an Bereichen aus, da kann man die Route nicht mal eben so auf dem Rollenknauf ablegen. Da weiß ich mittlerweile was zu schätzen, was ich immer in meinem Wagen habe. Und zwar nicht nur dann, wenn ich Stellfischruten im Gepäck habe, sondern eigentlich immer. Und das sind Stellfischrutenhalter. Die haben den einen großen Vorteil, ihr habt schon gesehen in diesem Film, man kann sie direkt am Ufer aufbauen. Man kann die Schnur dann straffen. Die Schnur geht zum Beispiel über Schilf hinweg, ja, was hier sehr stören würde. Ich brauche keine 2 Rutenhalter aufzustellen. Das ist erstens aufwendiger und zweitens hat das den Nachteil, die Rute, die ist dann mit dem allergrößten Teil auf dem Ufer. Und der zweite Nachteil ist, oftmals sind das nur so Vs, ne? Da liegt die Rute nicht besonders sicher drin. Mit dem Stellfischrutenhalter kann ich hier direkt an den Beton dran, die Rute ragt komplett über Schilf weg, ich kann die Schnur wieder straffen bis zur Pose, seht ihr, und schalte den Freilauf ein. So habe ich eine wunderbare Möglichkeit, hinterm Schilf zu angeln. Und der Fisch kann so Schnur nehmen, ohne dass er irgendwas dabei spürt. Kleines Feature, was ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Schlag mal an, bevor er schluckt. Thank you.
sitzt gut. Und noch ein Hechtlein, das sich geweigert hat, so viel Schnur zu nehmen, dass es auch piept, ne? Dann hoffe ich, dass ihr euch ein wenig begeistern lassen konntet in diesen zwei langen Teilen zum Thema Freilauf und dass ihr meine Begeisterung für das Freilaufangeln jetzt auch ein wenig teilen werdet und dass ihr ein paar Tipps und Tricks mitgenommen habt, die euch auch an den Fisch bringen. Wie üblich, ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mätzchen.